Ja, ui, meine lieben Freunde, Bros. Heute geht es wieder weiter mit einer neuen Folge von God of War. Wir haben uns wieder ein bisschen ausgerüstet und sind wieder ready fürs nächste Abenteuer. Wir haben auch eine ziemlich dicke Rüstung an, wie es ausschaut. Also sie ist wirklich bombastisch dick. Hoffe ich mal, dass sie auch mehr hält, als ich erwarte. Ja, wir können an dieser Stelle anlegen. Dort du wurdest so früh aus dieser Welt gerissen. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wir sollen ihre Knochen holen? Igitt! Gulwegs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Diese Aufgabe werde ich garantiert nicht machen. Sie haben drei Falle. Knochen der süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Nein, Leute, diese Mission wird nicht gemacht. Das... Nein, das machen wir nicht. Der besondere Meister findet sich gleich hinter diesem Tor. Das ist, Leute, das riecht nach Falle. Am meisten, wie der schon mit mir redet. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Sag mal. Aus welchen... Dinge haben sie denn dich geritten? Zu dem ist auch jemand. Ich habe doch gesagt, es ist der Falle. Aber den nehmen wir uns erstmal. So, Digga, du bist jetzt meine Waffe. Ich will mich einmal drehen mit dir. Ah, schade, ich hätte gedacht, ich könnte noch alle damit töten. Wenn man 2 Sekunden spielen hat, schon wieder irgendwelche Leute am Hintern hängen. Au. Bitte, meine schöne Gulweg. Oh, geh weg. Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht solltest du die Knochen doch suchen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind, während Such sie, wir... wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Ja, Kratos weiß schon Bescheid. Er denkt sich auch gleich mal, das ist eine Falle. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst, da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tamur, ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hatte. Der stolze Tamur hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Hrimthur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle. Und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Hrimthur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Das war jetzt die ganze Geschichte. Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Okay, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, aber ja gut, egal. Feinde da vorn! Dann mal los! Leute, das sind die nervigsten. Ich habe die jetzt also so oft gekillt. Das sind einfach ultra nervige Gegner.
die am besten sofort ausschalten. Nicht lang warten auf die Eintrümmer, was das Zeug hält. Immer schon mit den schwersten Attacken, was man hat. Und umso schneller die tot sind, umso besser ist das. Ich habe so einen Hass auf diese Kreatur. Wir suchen einen Meißel. Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Sehr großen Meißel. Den habe ich dann wahrscheinlich dann nicht übersehen. Okay, aber wir machen mal das Kaboom. Cool, und jetzt? Ja? Mist, das hat gar nichts gebracht. Runde Wieger. Oh, netter Trick, Junge. Danke, seine Idee. Danke, seine Idee. Sodala. Was muss man schon sagen, wie gesagt, Kratos ist einfach ein Biest. Fertig. Es ist zwar manchmal unlogisch, was er nicht kann, aber das haben die Spielemacher so gemacht. Aber dieses Ding wiegt wahrscheinlich Tonnen und er dreht es, als wäre es nichts. Krank. So, da unten erwartet mich wieder Gegner. Ich sehe es und ich spüre es. Und die Überlebenden? Oh. Tamur war in Frost. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Das ist schlecht. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ja, das kriegen wir auch hoffentlich jetzt endlich hier. Denn wir brauchen ja so einen komischen Meißel. Und das ist ein riesiger Kristall. Also, boah. Will nichts sagen. Also, sollte ihn hauen. Oh, bitte lass mich nicht runterfallen. Kein Bock darauf. Das sind an sich, Leute, ich habe so viel Loot gefarmt und so viel XP bekommen. Nur hauptsächlich Nebenaufgaben, Kunden. Mal angucken. An sich nicht schlecht, aber ihr seht, was passiert. Eine Vitalität nimmt ordentlich ab. Und das für ein bisschen Ruhen, das ist... Nein, das ist nicht. Vitalität, Leute, ist bombenwichtig. Genauso wie Abwehr. Schaden ist zwar auch... Da ist er. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Es war auch ziemlich wichtig, aber also ich bringt nichts, wenn ich einen Haufen Schaden austeile, aber keinen einzigen einstecke. Ich bin bereit. Dort sind ein paar mehr. Deswegen am besten gleich mal töten. Hinten ist auch gleich noch einer. Mal ganz kurz. Ah, den muss man jetzt mal einsammeln, weil er mich schon fixiert hat. So, ohne Scheiß, ich mag diese Kreaturen gar nicht. Sie weichen alles aus. Sind an sich schon verdammt stark und der jetzt auch noch so einer. Warte mal kurz, den töten wir schnell. Jetzt hat Rückzug des Todes. Wenn das letzte auch erwischt, war es das auch. Bei den Dicken einfach nur gucken, dass hinter irgendwas steht. Dann kann man die ganze Gruppe abwerfen. Ich hab's gegen so viel davon gekämpft, dass der hier schon langsam das Problem ist. Das ist das Problem, was ich gerade habe, diese Nachtmare. Die sind ultra nervig wieder. Irgendwas gegen die Nachbarn kaputt. Ja, ist alles okay. Wir beleben das. Dann noch zu leben. So, das war's. Achtung, rechte Seite! Alles okay. Nachtmare machen natürlich Schaden. Wenn sie mich mal treffen sollten. Und
so Stadt des Weltenbaumharz. Praktisch. Ein Lichtkristallsockel. Aber wo ist der Kristall? Gute Frage, nächste Frage. Der Kristall, da ist er. Wo siehst du den Kristall? Also besser der Sockel. Okay, was mir so nochmal alles sieht und ich nicht, das sind wieder so. Aha, da ist der Sockel. Und jetzt noch der Kristall. Mein Kollege, wo ist denn der? Sag mal. Was du noch gerade eben erblickt. Hier ist auch noch was, was ich lösen muss. Ist auch schon wieder. Hier so viel Zeug, Leute. So viel Zeug. Ich komme wahrscheinlich nie wieder aus dem Lüften heraus, wenn ich ja erst schon angefangen habe. Der könnte vielleicht besser sein. Nein, ist er absolut nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich so viele Steine schon da drin habe. Wahnsinn. Bitte. Ich liebe diese Rüstung, die glänzt richtig schön. Aber es gibt noch ein paar Teile, was ich dazu brauche. Es gibt nur ein Problem. Die Teile kosten ordentlich und diese Stücken, die man dafür besiegen muss, sind robust. Nicht, ist es so dumm, mir den Stein zu nehmen, dahinter zu laufen, oder wie? War jetzt mal mit der Stein. All zweimal. So. So, wenn ich schon gerade dabei bin, was ist denn das oben? Okay, keine Ahnung, was das ist. Hahaha, okay, gut, ich hab's herausgefunden. Hab's gerade eben erblickt. Was steht da? Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ah ja, man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. So, haben wir jetzt ein Zeichen von dort? Yes. Dann da oben das hier, das ist mittelschwer, sag noch mal so. Ich bin noch gut darum. Wenn ich wenigstens wüsste, welches Zeichen ich suche, das wäre jetzt ziemlich lieber gewesen. Das hab ich verkackt. Warum werfe ich jetzt die ganze Zeit daneben diesen Bordel? So. Yes, das war's. Jetzt brauche ich noch ein anderes Zeichen. Warum wir das jetzt wieder versteckt haben. Ich durfte ja hier irgendwo herumzappen. Oh, nee. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Das habe ich gerade schon erkannt. Das wird wahrscheinlich nicht in diese Richtung sein. Es erschien schon wieder so viel Zeit. Lol. So. Kristall eingesetzt. Abgeschossen. Und jetzt haben wir hier. Oh no. Nein, keine Gegner. Oh Gott, passt. So, ich glaube mal, das Rätsel, das lösen wir später. Denn sonst schluckt das Rätsel hier zu viel Zeit. Und wir haben leider nicht so viel Zeit. Wie immer. Dann schauen wir jetzt, wo es weitergeht. Also hier kommen wir ja. Hier komme ich später auch nochmal durch. Irgendwo dürfte hier nämlich noch einen Schalter rumlaufen. Ein letzter Rundgang, würde ich noch so schnell sagen. Dann laufen wir auf. Ich habe gar nicht zuschlagen gedrückt. Okay, gut. Gehen wir durch. Kann ich mir auch noch später holen. Ja, lol. Wie kommen wir runter? Ich
ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. Glaube! Bin noch nicht so weit. Oh, der dürfte kaputt sein. Hier sind noch ein paar mehr für dich. Ja, klein sind einfach. Wieder. Du haust ihn um. Bisschen zu langsam für ihn. Aber ich habe schon so eine Ahnung, was er da vorhat. Könnte aber auch anders sein. Natürlich kommt jetzt wieder ein riesiger Ocelot, da muss ich mich anlegen. Das sind 10.000 kleine. Tja, ich könnte auch mit denen so einen Move machen. Ach du heilige Limba. Verstau. Ich meine, die ist nicht ernst, oder? Okay, mal ganz kurz. Ah, ich will den Dicken auch betäuben, eine Runde. Ich kann ja auch mit Akkuphase da raufgehen. Toll. Warum ich hier so speziell auf den Dicken losgehe, da macht es mir dann einfacher. Das wenn ich jetzt halt hier nur auf den Ding losgehe. Alles in Ordnung, wir haben alle geschafft. Ich kann es wirklich noch Mut aufsammeln. Ah, wir sind noch ein Akku. Ups. Komm, Kleiner, du das fertig machen. Ja, okay, dann halt ich mich. Wie war das? Du hast Potenzial, Junge. Hier schon wieder kommt hier hoch. Wer redet mit uns? Achso, mein Axt hängt hier noch im Boden. Ja, auf jeden Fall der da oben hat uns geredet wahrscheinlich. Kann er, wenn er nur Brock oder... Ach, der heißt jetzt nochmal Zinni sein. Wow, das war ein Wahnsinn, der... Kampf! Hier, fang! Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das... Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten. Und euer Hirn versteht nicht, was es sieht. Und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht. Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt? Brauch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Na dann kommt. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt. Kein Wort mehr. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitte schön. Die wollen mich verarschen. Sie hauen, sie pinseln. Und sie streicheln die Axt und sie ist verbessert. Digga, was seid ihr für Schmiede? Wo sollen wir anfangen? Oh, Scheibenkleister. Am besten überall. Hier. Das bringt mir jetzt wenig. Also, ihr seht, das kostet es zum Aufwerten meines Brustpanzers. Und das ist mir gerade wenig. Das hier ist nochmal okay, das kann man ganz gut aufwerten, aber...
lohnt sich in meinen Augen nicht so ganz. Aber egal. Am Anfang sollte es schon reichen. Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Damit hat es schon mal nichts zu tun. Also ich kann mir schon überlegen, dass er hier vielleicht irgendwas mit einem Hammer vorhat. Denn wenn das Ding umfällt, boah, sollte schon ordentlich Schaden ausrichten. Ja, ist ja schön, dass dein Laden da hinten ist. Der interessiert mich bloß nicht. Ja. Was, mit dem wir durchs Eis an die Meißelspitze gelangen? Nein. Ich überlege weiter. Na lol. Ich höre Gegner. Und genau die meine ich. Links eine Rüstung haben wir aktuell an und das ist jetzt noch einer der Einfachen. Weil er ja die ganze Zeit mit seinem Rücken zu mir steht. Und wenn man da die richtigen Methoden weiß, kann man richtig schön den reinbrechen. Aber der blaue davon, der ist irre kompliziert auszuweichen, in meinen Augen. Das ist wieder umgedreht. Ah, das hab ich selber verkackt. So, jetzt komme ich auch wieder hoch. Wie gesagt, die sind irre einfach. Die sind so einfach, die klappt. Kann jeder klappen. Und wieder zurück zum Absender. Ich liebe diesen Move. Ja, die waren wirklich so einfach. Aber das ist nochmal der zweite Variante von denen. Und die sind ja mal ganz kurz Level 13. Was auch immer die Level 13 sind. Ich bin Level 4. Und die sind Level 13. Du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg hat so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Götterkrieg zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst übertroffen. Okay, ich kann dazu nur eins sagen, und zwar... Man kann sie auf jeden Fall besiegen, habe ich auch geschafft. Es gibt bloß ein, zwei Nachteile. Man muss halt erstmal die Taktik gegen diese Blauen raus haben. Was muss ich jetzt da machen, bitte schön? Ja, und jetzt? Ich kann da nicht hinspringen. Doch, kann ich. Und jetzt? Jetzt hänge ich da wie so ein Frosch. Da gibt gerade nicht so viel Sinn. Aber wie auch immer, alles dieses Spiel ergibt ja nicht gerade sehr viel Sinn. Deswegen überlege ich mal, wenn ich die Axt hier hinschleudere. Jetzt hat hier drauf gehen, sollte es doch rein theoretisch funktionieren. Dann gehen wir mal ganz nah hier ran. Nein? Okay, gut. Ich kann meine Achse während ich gegen mich fliegen. Ja gut, dann hier ist jetzt eine Öffnung frei, gehen wir da durch. Schauen wir mal später, was wir da tun können. Ich habe wie gesagt nur noch die Grenze gerade Zeit heute. So, da.
So. Apropos begrenzte Zeit, Leute. Ich glaube, meine lieben Fanboys, das war also diese Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Boom vs. God of War.